herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zurück zu 1. Let's play No One Lives Forever. Wir haben ein umwerfend gutes Verfahren sich entwickelt. So. Es lässt Opfer, die in seinen Wirkungskreis gelangen, kurze Zeit knirscht auf meinem Kopfhörer. Beziehungsweise orientierungslos werden. Naja, nur mal hinein. Pass auf, dass du es nicht versprühst, wenn du Gegenwind hast. Betäubungsgas. Hey, guck mal. Oh, ich habe mich selber betäubt. Vielleicht noch eine Dusche? Wie viel brauchst du denn davon? Oh. Achso, ich muss da rausgehen. Ja, ja. Dieser kleine Kerl hier ist eine unserer raffiniertesten Erfindungen. Der P421-Hundeüberzeuger. Du startest ihn mit einer herkömmlichen Startleine und setzt ihn dann auf den Boden. Unter Einsatz seiner hervorragenden olfaktorischen Sensoren sucht der P421 den nächsten Hund in seiner Reichweite und entlässt eine Wolke mit Pheromongas, das Hunde beider Geschlechter liebestoll macht. Ziemlich sinnvoll, was macht denn der um aufmerksame Wachhunde abzulenken. Setze den Roboterpudel ein, um den Wachhund abzulenken. Hä? Alles klar. Och. Exzellent. Verstehe. Wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden. Opfer. Es ist möglich, dass Baron Archibald Dumas irgendwie mit dem Verschwinden von Dr. Schenker zu tun hat. Möglich. Es liegt jetzt in deiner und Agent Goodmans Hand, diese Verbindung offenzulegen, wenn es sie denn gibt. Im ersten Schritt gilt es, den Baron persönlich zu treffen und sich einen Eindruck zu verschaffen. Ja, ja, ja. Was ja, immer ja. Du tust, behalte deine Tarnung. Achso, ja, natürlich. Ausstattung. Soll ich das Betäubungsgas wirklich mitnehmen? Harpune? Brauche ich, glaube ich, weniger. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Schlafgas und dem Betäubungsgas? Desorientiert und verwirrt oder einschlafen? Ich könnte auch das Zeitgeschoss mitnehmen. Ich finde das Betäubungsgas gar nicht so toll. Soll ich die Harpune mitnehmen? Wofür? Aufprallgeschoss? Komm, wir nehmen mal einen Aufprall mit. Roboterpudel. Brauche ich das hier? Die Gürtelschnalle ist garantiert sinnvoll. Roboterpudel, so ein Schnickschnack. Ah, Gegengift. Wirkt bei Vergiftung durch Armbrustbolzen. Den. So, dann würde ich sagen, los geht's. Ach, jetzt habe ich gar nicht gemerkt, wann ich aufgenommen habe. Büro von Dumas, Industrial Enterprises, Bamberton, England. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Wir haben eine Verabredung mit Baron Dumas. Tut mir leid, aber sind Sie sicher, dass der Termin heute war? Montag spielt der Baron normalerweise Golf. Dienstags und donnerstags ist Tontaubenschießen dran, mittwochs Angeln und Freitagnachmittags Backgammon. Hört sich ausgebucht an. Wo ist da Platz für Termine? Seine Lordschaft behält sich den Freitagvormittag zwischen 11 und 11.15 Uhr für geschäftliche Angelegenheiten vor. Tja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Termin heute war. Könnten Sie bitte nochmal im Kalender nachsehen? Natürlich, aber das wird nichts ändern. Der Baron hat einen ziemlich engen Terminplan. Warum? Warum plätschert das so, als wäre es ein Pool? Würden Sie mich einen Moment entschuldigen? Ach, die Arme. Das sollte Sie für 10 Minuten beschäftigen. Armes Mädchen. Ja, aber wirklich. Okay, warte hier sicherheitshalber. Ich werde das Büro des Barons suchen und sehen, ob ich irgendwas Wichtiges finde. Ich habe eine bessere Idee. Habt ihr die Kamera nicht mitbekommen? Du wartest hier und ich sehe mich um. Oh nein, Honigschnute. Denk dran, was letztes Mal passierte. Kopf oder Zahl? Zahl. Kopf. Du hast verloren. Honigschnute. Nochmal. Sei kein Spielverderber. Na gut, aber pass auf. Wenn du gesehen wirst, ist die Mission zum Teufel.
Wenn der Baron merkt, dass du in seinem Büro warst, ist die Mission zum Teufel. Wenn du jemanden verletzt, ist... Die Mission zum Teufel, weiß ich. Jemanden verletzt? Denk dran, was ich gesagt habe. Ja, Ablenkungsmanöver. Was haben wir hier? An alle Dumas Mitarbeiter. Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass Mitarbeiter entzündliches Papier, Zigarettenstummel und Streichhölzer in der Abfalleimer der Firma werfen. Das ist feuergefährlich. Bitte unterlassen Sie das. Hey. Interessante Stühle. Die sehen ja furchtbar aus. Hallo? Hm? Die XYZ. Die Beatles. Alles klar. Oh. Interessantes Bild. Hab ich schon gespeichert? Ich glaube nicht, dass ich dieses Fazit zustimme. Warum nicht? Mir ist diese Methode ein wenig. Ja, ich wusste, dass du das tust. Haben wir alle gemacht. Aber sie hört nicht zu. Ich hatte ihr geraten, es zu lassen. Das hat Melanie auch gerade gesagt. Oh, Ren hatte gelauscht. Was den Gang runterschreit. Ich hätte es nicht ignorieren können. Jetzt halt mal die Luft an, Quasselstrippe. Nicht du. Fren ärgert mich hier. Okay, ich gehe jetzt auch besser. Hast du Samstag Zeit? Hä? Okay, dann können wir uns treffen, oder? Hast du am Samstag Zeit, Fren? Hast du Zeit, Fren? Fren kommt mit. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Wie geht's Melanie? Ich glaube, sie hat Ärger mit Johnny. Oh, arme Maus. Ich denke, sie wird uns Samstag davon erzählen. Hä? Kann ich nochmal speichern? Jetzt sind ja die Texte wenigstens alle fertig. Hm. Na! Oh. Nein! Nein! Grrr. Och nö! Geh mal hier lang. Moin Mädels. Oh. So ein Papierkorb kann man auch anzünden. Glaube ich. Hey. Oh. Hey, was? Hey. Hör, hey. Doch nur mal umsehen. Was? Was? Wie? Was denn? Hey, ich will auch mit. Ich komm mit. Warte mal, ich will mitkommen. Jetzt lauf doch nicht mal weg. Verdammt. Okay. Ich glaube, wir brauchen hier mehr Hilfe. Ich wollte nur die Dokumente. Inakzeptable Zielverluste. Och nö. Ich versuche das einfach nochmal. Das muss doch hier irgendwie... Wenn ich jetzt erst hier hingehe. So, jetzt bin ich hier. Und dann gehe ich schnell nach hier weiter. Tür zu. Wieso? Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Ob das jemand mitbekommen hat? Verdammt. Och, nö. So,
So, da bin ich wieder. Das ist so lästig, dass das Spiel manchmal abstürzt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo gehen wir denn hier am besten hin. Okay. Kann ich die zumachen? Nein, Mist. Kann ich mal speichern? Jetzt, Okay. Oh. Was ist denn hier los? Oh. Okay, dann nehmt die harte Tour. Hallo. Na los, mach mal auf hier. Guck, guck. Och nö. Wann hast du das denn gesehen? Verarschen? Nochmal. Hier, tschüss. Und nochmal. Kann es sein, dass ich wirklich unerkannt bleiben muss? Ernsthaft? Wie ist denn das? Warum? Klar, der hat bestimmt einen Sender am Arsch, dass er gleich merkt, dass ich hier jemanden angreife und so. Ein neues Dingsbums. Jetzt. Oh. Oh. Speichern gerade? Oh. Tschüss. Na, ja, ich will hier durch. Oh, oh. Ach, hier bin ich jetzt. Hi. So. Ah, okay. Wie da? Nein, lass mich raus! Okay. Hi. Der steht ja genau davor. Ich guck mal mich ein bisschen um, ne? Darmtoilette ist blockiert. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Jetzt reicht's aber. Oh Mann. Ich weiß, dass ich da rein muss. Okay. Hm, das bringt nichts. Tarnung zerstört. Ha. Lass mich mal gucken. Sieht die mich? Sieht nicht so aus. Ich habe leider auch nichts dabei, was ich gebrauchen könnte. Ich wollte gerade hinlaufen. Sieht die mich? Nö.
Das ist das Bad. Hey! Mann, wie soll ich denn hier? Da kann ich einfach... Was soll ich denn machen? Töte niemanden für meine Enttarnung. Ablenkungsmanöver. Oh. Ja, aber wie? Hier drüben! Ich will mich mal umgucken. Also wir gehen hier nochmal durch. Okay. Jetzt. Von der Personalabteilung? Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Bin ich jetzt enttarnt oder nicht? Oh. Ich speichere mal eben. So. Okay. Das scheint sich ja gar nicht für mich zu interessieren. Das finde ich gut. Dann kann ich hier was aufheben. Hoppala. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, die wollten eigentlich den Knopf drücken. Hier kann ich doch was bewegen. Warum kommt der Alarm, wenn ich das jetzt bewege? Warte. Ich speichere besser nochmal. Warum stört das meine Tarnung? Ja, das verstehe ich nämlich nicht. Moin Jungs, muss ich mal etwas abholen? Hallo? Ach nö, komm. Ach nee, hier war ich nicht. So, dann eben nochmal. Kann ich mal durch? Eins. So, dann hier nochmal speichern. Ne? Mal guckt ja auch mal woanders hin. Hä, wann das denn? Oh. Die sieht mich jetzt aber nicht, ne? Das hätte mich auch gewundert. Moin. Oh. Wie kann ich denn meine Tarnung? Ablenkungsmanöver, ja, aber... Kann ich mit dir reden? Nee. Okay. Komm hier rein. Komm hier rein. Ich nehme das mal eben mit. Muss mal eben durch. Ah! Ja, Mist! So, dann machen wir das gleich nochmal.
Betty interessiert sich nicht für uns. Ist da jemand? Nein. Hier ist keiner. Hi. Hier drüben. Ich weiß nicht wie. Hi. Ablenkungsmanöver, ja wie? Ach so. Ach so. Ach Mist. Ah. Was? Hä? Ich hab. Aber. Warum? Wie? Dann eben nochmal. Dumas Privatbüro finden. Ach, gute Entscheidung. Hi. So, wo war jetzt sein Büro? Der läuft da hinten lang. Hier war das nicht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo sein Dingens war, sein... Kameras sind aus. Kann ich nochmal mit Dingens reden? Hi. Nö. Was wollte ich denn eigentlich? Ich glaube, ich muss die Folge mal beenden. Ich habe schon ziemlich lange. Die interessiert sich überhaupt nicht mehr für mich. Ist auch in Ordnung. Jetzt noch wüsste, wo das Büro war. Da. Speichern. Endlich darf ich mal rein. So, ich würde sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich sag erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.